So, herzlich willkommen auch auf YouTube zu unserem Multi-Let's Play hier von einem unbekannten Planeten, unbekannten Bewohnern. Und mit dabei wieder mein bester Freund Achim. Nee, glaub ich nicht, ich hier bin. Okay. Eine optische Täuschung. Und wir nähern uns dem Ende. Für now. Ende der Sachen, die wir hier so alles bauen können. Ich brauche jetzt noch ein paar weitere Masken für den Hazmat Suite. Und dann kann es losgehen. Iodine Infused Filters. Was? Du brauchst Gasfilter, um die herzustellen? Ja, klar. Haben wir irgendwo eine automatisierte Gasfilterproduktion? Ja. Wo? Eine Etage tiefer. Geht das was genauer? Die ist quasi direkt in der Mall. Aber ganz unten. Nehmen wir das. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber quasi unter der Mall, in der Zwischenetage oder ganz unten? Du bist ja sowieso darunter. Weil ich brauche ja Aluminium-Casings. Oh ja, die produziert aber nicht, weil sie keine Kohle hat. Okay. Ich habe auch gerade keine Kohle am Mann, die ich jetzt reintun könnte. Ich glaube, haben wir auch keine On-Base. Sind noch welche drin? Ja, es waren noch 20 oder so, 30 oder so drin. Ah, Aluminium-Casings. Gehen wir welche raus. So, dann fünfzig lassen sich stapeln, oder? Ich meine ja. Hören wir mal bei 50 auf. Mit noch ein paar Gasmasken übrig bleiben. Dann würde ich sagen, gucken wir jetzt mal in Uranium, oder? Brauchen wir jetzt. Ne, nicht Uranium, Plutonium heißt das Ganze, ne? Ja. Genau. Du wolltest es wirklich auf dem Zwischen, also. Obwohl, da unten haben wir noch die eine Position, wo Kristalle ankommen, da können wir es ja hinsetzen, ne? Ja. Uranium Waste ist im Endeffekt das, was wir nachher haben. Du musst doch durch Tool arbeiten. Ja? Ne, ich bin gerade hier im Rezepteliste. Ingame. Und wir brauchen Non-Fissile-Uranium und Uranium-Waste. Okay. Und Non-Fissile-Uranium ist auch aus Uranium-Waste. Okay. Oh. Nitrig. Wir brauchen Nitrig. Nitrogengas, ja. Das war das Einzige, was ich nicht so, glaube ich, ja, dran ist. Nitric Acid brauchen wir.
und dann entweder Silikon oder Uran. Ich wäre ja für Silikon. Silika. Ja, weil Silika wohl einfacher ist, denke ich. Ja? Ja, weil wir hier schon eine Leitung haben, die ankommt. Ja, und wir brauchen nicht noch mehr Uran. Nö, es geht nur einmal, dass wir das machen. Ja, dann stellen wir 50 die Minute her. Dann machen wir aus 15 Waste, machen wir 20 Non-Fizzled. Oh, das heißt aber, wir brauchen auf jeden Fall Blender und so ein Kram, ne? Mhm. Muss mal gucken. Ich packe mir von allem ein bisschen was in meine To-Do-Liste. Ups. Partikelbeschleuniger brauchen wir nachher auch, ne? Ja, der steht schon. Der steht schon? Wunderbar. Ja, es ist, ich weiß. Ja. Ich will nur sicher sein. Brauchen wir, glaube ich, zwei von, ne? Kann sein? Das weiß ich nicht mehr, aber ich will sicher sein, dass ich von allem ein bisschen was dabei habe, damit das Ganze, ne, damit wir nicht so häufig wieder zurück müssen. Ja. Wie heißen denn nochmal diese Dinger, damit man das Zeug aus dem Boden holt? Pressure, weißt du? Ah ja, hier, Fluid. Resource Well Pressurizer. Ja, und die Extraktoren, dafür braucht man ja auch. Aber man braucht einen von diesen Pressurizer und... So, und dann gucken wir mal, was wir denn jetzt hier so alles auf der To-Do-Liste haben. Ja, bin noch mit der Base, ist kein Ding. So. Okay, aber stellen wir Wasser her. Was machen wir mit dem Wasser? Okay, wir brauchen 37,5 Uran. Hast du Fused Modular Frames dabei? Ja, ein paar, warum? Ah, weil ich nach meiner Bauliste jetzt 30 Stück brauche. Ich hab keine mehr. Die sind für meinen Dings ausgegangen. Für den Accelerator. Den haben wir da bestimmt auch irgendwo her, oder? Mhm. Tun wir. Okay, wir brauchen hier Beton, Achim. Ja, ich bringe auch Beton mit. So ein bisschen. Ja, wobei ich arbeite ja meistens nicht mit Beton. Nee, doch, wir brauchen Beton, Concrete für die Encased Plutonium Cells. Ach so, du meinst bauen, ja. Stellen wir denn die Dinger her? Haben wir wahrscheinlich noch nicht in der Mall, ne? Nein, die hat man gesagt, machen wir nicht in der Mall, weil wir davon nur nicht so viel produzieren wollen. Ja, aber die. Aber wenn, dann haben wir die unten, ne? Ja. Wahrscheinlich eine von den riesen Produktionsdingern hier. Im Blender hergestellt, ja. So, Schwefel hatten wir hier, ne? Aber das haben wir, glaube ich, hochtransportiert schon. Oh. Turbomotoren brauchen wir jetzt nicht, ne? Denk, weiß ich, glaube nicht, nein. Weil ich habe die Turbomotorenproduktion gefunden. Wir müssen nicht weiter von weg. Cooling Systems. Ah, ich bring mal einen Stapel Fused Modular Dinger mit. Bring noch zwei mit von mir aus. Ich habe keine zwei Platz mehr. So, dann bring einen mit. Weil du hast gesagt, bring, du brauchst, sag schnell. Du brauchst Beton, also hatte ich Beton eingepackt.
Nee, Beton brauchen wir zur Herstellung irgendwie. Ja, aber jetzt habe ich das Inventar voll Beton. Ich höre ja, wenn du zu, wenn du mir was sagst. Ja, aber das ist falsch. So, jetzt einmal über die Stahlproduktion zu dir. Mhm. Und auf wie geht's? Vielleicht bin ich da, bevor es richtig hell ist. Irgendwie ist es gerade ein bisschen laggy. Ja. Ne? Okay. Also ich frage jetzt, wollen wir weiter Aluminiumzellen benutzen oder mehr verstrahlte Shit nutzen? Mir ist das eigentlich egal. Ich habe für alles. Ich hoffe, ich habe für alle Eventualitäten was eingepackt. Ja, Aluminium haben wir nicht. Jetzt müssen wir da rein. Jetzt möchte ich ja erstmal sagen, machen wir die Pellets und aus den Pellets dann. Machen wir alles, was so wenig wie möglich Aluminium braucht. Mhm. Wir können hier immer noch einen Schalten spielen. Da reicht das jetzt nicht, weil wir produzieren 50 Minuten. Wir bräuchten 100 Non-Fissile Uranium, um das Ding voll laufen zu lassen. Ja, aber darum ging es ja nicht, hatten wir gesagt. Ne? Ja, da bräuchten wir auch mehr Uranium. Das heißt, wir brauchen mehr Kraftwerke, ne? Und deswegen über Zeit wird das mehr werden. So, jetzt beginnt der lange Weg. Alter, wir brauchen 10 Pellets, Plutonium Pellets, die Minute, um 5 davon herzustellen. Dieses, ich glaube, mit 5 können wir 8 Kraftwerke betreiben. Ich brauche 0,4 die Minute oder so. 0,6? Okay. Naja, und das Ding stellt unter Volllast 30 von den Pellets her. Gott, ich hatte gerade einen Captain of Industry-Moment. Okay. Ich wollte das Band legen, ne? Und drück einmal drauf und denk so, oh komm, jetzt kannst du das so planen, ne? Wie es da auch macht. So, warum tut der nichts? Warum bewegt sich das Ding nicht? Dann so, ah ja, falsches Spiel. Ja. Was ist, wenn man halt, keine Ahnung, in den letzten Wochen fast 50 Stunden im Spiel verbracht hat? Ja. Wird man so ein bisschen betriebsblind. Ich hatte das nicht für möglich gehalten, aber selbst hier, in dem Spiel, ist die Grafik besser geworden. Naja. Alles relativ. Das ist wohl korrekt. Brauchst du? Ich bin auf dem letzten Teilstück. Hm? Ja, ich mach das jetzt nicht böse gemeint, also dein Monk wird getriggert werden, aber das ist mir gerade egal. Wir hatten doch schon mal gesagt, wenn mein Monk getriggert wird, muss ich ihn halten, muss ich halt was dagegen tun. Ja, dann musst du jetzt selber. Genau. Wohin? Genau. Ja. Ja. Ja, wir brauchen. Ja. Ja. Genau. Wie viel Eisen brauchst du? Ja. Genau. Was brauchen Sie? Alles. Wenn nicht noch mehr. Sicher. Ja. Ja.
Hast du mal diese Wolken über den Kühlturm gesehen? Nein, noch nicht. Warum? Ja, weil das, ja, das sind so richtige Wolken über den Kühlturm, die da hochsteigen. Ja. Aber die Dinger sind aus, oder? Ja, sind sie. Ich bin da. Schimpflich. Was möchtest du, dass ich tue? Boah, wenn ich dir jetzt sage, wirst du rauskommen. Also möchtest du, dass ich dir sage? Ja, sag es mir. Lass mich raten, du brauchst Wasser. Nee, Nitrogengas. Nitrogengas. Okay, weil... Nein. Ich hasse mein Leben. Ich habe irgendwie Eisenkappen. Nitrogengas. Meter Richtung Süden. Okay. Nee, doch. Ist eine erste Frage. Haben wir irgendwo, ein Ort, wo wir hier in der Nähe Eisplatten herstellen? Herstellen? Nein. Herstellen können? Bestimmt. Okay. Aber du hast gerade nach Nitrogen gefragt. Ja, das ist wahrscheinlich aber viel zu organisieren. Wasser brauche ich auch, ja. Aber noch nicht. Ja, wie gesagt, ich kläre mir unten alles so an, dass er dann später nur noch Wasser... 10 Eisenplatten brauche ich, Beton, dass wir das alles dran holen, ne? Ich werde jetzt erstmal Nitrogengas fördern und dann überlegen, wie wir es hinkriegen. Mhm, mach das. Ich habe einen Zug wahrscheinlich. Ich sage, du willst einfach querfeld ein, um was zu ziehen. Ich renne es anzuwenden. Ah, das bringt, braucht ja fast gar nichts. Schon gefunden. Da ging schnell. Aber wenn man sich auf der hohen Ebene bewegt und nicht. Na? Hä? Wie war ich? So, das ist dann erweiterbar in die Richtung. Machen wir es auch anders. Ups. Es ist so still hier, das gefällt mir nicht. Was? Ich? Nein, hier an der Stelle ist es so still. Oh, meinst du keine Viechers? Ja, soll vorkommen, ne? Gut, wollen wir mal Nitrogengas. Reicharbeit.
Ja, das Ding muss ich ja jetzt erstmal anschließen, ne? Ja. Da muss er noch Strom hinkriegen. Ja, solange ich an diesen Pressurizer keinen Strom angelegt habe, kann ich auch die anderen Dinger, die Extraktoren nicht platzieren. Oh, das ist sehr schön. Weil man braucht einen Activated Fracking Satellite Node. Okay. Das ist doch das große Ding, was wir in die Mitte setzen, oder? Ja. Ja, das Ding braucht aber erstmal Strom. Dazu. Gut, jetzt komme ich erstmal wieder zurück, ja, wegen Strom. Autosave. Ich werde das übrigens einfach mit per Dings liefern, ne? Per Rohr. Okay. Weißt du, was mir fehlt in diesem Spiel? Nein, aber du wirst es mir bestimmt sagen. Ja, ein gottverdammter Pipe Balancer. Damit du halt sagen kannst, ey, priorisiere das, was von da kommt. Von da kommt. Also hier komme ich mit den Rohren. Wo ist hier? Also brauche ich sehe nichts. Wo pingst du? Ah, da hinten. Mhm. Kannst du auch unter die Decke tackern, so nur. Gas, die Gabel. Jetzt zeig mir noch mal genau, wo du es haben willst. Hier? Ja. Hier unten, wo ist das? Eisen ist 300 Meter weg von hier. Also, du brauchst das in der Maschine hier. Ja, genau, das ist das. Das Schwefel kommt von der anderen Seite. Nur da müsste jetzt einmal, ne, beide muss Wasser angeschlossen werden. Wie du siehst, das liegt ja hier, wollte ich hier die Pipe bauen. Aber irgendwie. Irgendwo gib mir ein bisschen Aluminium, hier Kupferblech. Dann mache ich das. Ich muss jetzt auf. Ach, hey, stopp, bevor jetzt anfängt. Eigentlich war, kannst du hier die Höhe machen, das war der Plan darüber. Ja, aber dann muss ich ja da vorne durch das Ding da durch. Hier, seid ihr schon vorbei, mal drüber. Ja, dann ist ja egal, worum ich dann laufe, oder? Mach, was du willst. Nee, ich war nur eine Idee. Der Wasserplan ist einfach nur, weil für dieser, hier will ich halt eine Ding machen, wo halt ein bisschen Wasser reinkommt in das System.
Sie muss den ganzen Punkt hier. Okay, Limestone ist auch nicht so weit weg. Okay, Limestone habe ich gefunden. Hast recht, MK1 müsste eigentlich ausreichen, ne? Ja, locker. Wie in 300 Stück. 120 kannst du ihn herstellen, glaube ich. Wir brauchen 15. So, aber erste halbe Stunde ist schon da. Ja. Ja, jetzt Zeit für Gewinn und Spaß. Ja. Ja, liebe Zuschauer, schön, dass ihr reingeschaltet habt auf YouTube. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir dann versuchen, das Recycling fertigzustellen. Bis dann und tschüss. Jo, ciao, ciao.